Sarutobis Steinbrecher Öl der zweiten Chance. Okay. Dann haben wir hier eine ganze Reihe an Zeug, was wir nicht brauchen können. Ja. Dann hätte ich gern dieses Schwert. Warte, das Schwert gibt mir Rüstungsbonus. Ach, Menno. Ja, ich cheate jetzt. Einverstanden. Es soll geschehen. Das heißt, das Schwert bringt uns gar nichts. Wir können hier aber trotzdem das ganze Zeug verkaufen, was wir haben, und uns dann lieber Munition kaufen. Es soll geschehen. So. Gut. Einverstanden. Eine bessere Armbrust als Radieschen werde ich auch nicht finden. Lese ich das eigentlich richtig? Ja, es heißt Radieschen. Nicht, dass ich mich wieder die ganze Zeit verlesen habe und das Ding falsch ausspreche. Es soll geschehen. So. Schön, euch wiederzusehen, meine Freunde. Nochmals vielen Dank für das Amulett. Wenn ich es euch irgendwie vergelten kann, dann lasst es mich wissen. Ja, Warenangebot, bitte. Der Sturmbogen wäre halt cool, wenn wir Bogen benutzen würden. Tun wir allerdings leider nicht. So. Gib mir mal alle deine Kugeln hier. Und alle deine Kugeln hier. So. Alle deine. Also mehr als 10 kann ich gerade nicht kaufen. So. Oh, ich habe hier noch eine magische Feuerschutzrobe, die ich verkaufen könnte. Er will sie leider nicht kaufen. Allerdings brauchen wir noch den Rest hier. So. Und noch ein paar Stacks hier, normale Bolzen. So, damit sind die Bolzen geladen. Oh, behält es voll. Naja, wir haben jetzt Bolzen plus 1 jede Menge und Gewitter und Kugeln plus 2 und plus 1. Bolzen plus 2 haben wir auch jede Menge. Ja. Nee, lassen wir es mal so. Ich kann die Versetzungspfeile verkaufen. So.
Hier kann ich gerade nichts verkaufen. Auch Wie halb kann so ich weiter? wild. In Ordnung. So, okay. Es soll geschehen. Kann ich hier die Robe verkaufen? Ja, kann ich. So. Einverstanden. Jetzt werde ich hier erstmal ein Safe machen. Das ist dann LP Start Lore Master. So. Und da werden wir mal das da hineinsteigen. Gewiss. Nochmal kurz gucken, ob er noch was zu verkaufen hätte, was wir brauchen könnten, munitionsmäßig oder so. Aber er hat hauptsächlich Schriftrollen gehabt, im Phantomtor zum Beispiel. Nee. Achso, Dirk, mit dir kann ich nichts reden. Das heißt, nur mit Stummel-C. Ah, ihr seid zurück. Habt ihr jetzt endlich echte Helden gefunden, die bereit sind, Herausforderungen anzunehmen? Oder wollt ihr mir nur einen Weg auf die Nerven fallen? In Ordnung, wir sind bereit, euch zu begleiten. Wunderbar, ich bringe euch sofort dorthin. So, noch einen kleinen Moment. Hey, wie funktioniert dieses Ding nochmal gleich? Was war das, die Rune mit der? Flupp. Na, habe ich doch gesagt, dass es gar nicht so weit ist. Hey, und jetzt wünsche ich euch viel Glück von dieser verdammten Timora da und all das. Was, wohin verhungern sind wir hier? Was habt ihr getan, Hubbard? Danke, lebt wohl. Was habt ihr getan? Seufzt, ihr wolltet hierher kommen, oder? Ihr habt die Herausforderung angenommen, oder? Nun, da sind wir hier jetzt. Ist sie. Jetzt amüsiert euch auch gefälligst. Moment mal. Pah, Orkschädel. Oh. Harpien und Drachen Ist etwas nicht und. in Nee. Ordnung? Also, was ist das hier? Lindwürmer, okay. Nicht viel besser als Drachen. Kann ich helfen? Ein kleiner Mistkerl. Wo sind wir hier? Wenn wir auf die Karte gucken, sind wir immer noch in Einsamwald. Also es gibt keine extra Karte für dieses Gebiet. Bereit zu neuen Taten. Helft mir doch. Was? In Ordnung. Okay, das fängt gut an. Ja, ich darf es noch mal Sofort. machen. Gewiss. So, jetzt kommen da überall die Harpien und so. Kann ich helfen? Ist etwas nicht in Ordnung? Was? Wachschuld! Jawohl! Bereit für neue Taten! Okay. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Komm, ruf einen eigenen Lindwurm. Du machst jetzt eine Verteidigungskoordination. Worum handelt es sich? Was ist los? Wenn es dein Wunsch ist. Immer bereit. Ist das alles? Ja, in Ordnung. So, erstmal die Harpien ausschalten. Kommt her, wenn ihr euch traut.
So, das war schon mal interessant. Brauchst du mich? Vita Mortis. Vita Mortis. Vita Mortis. Sag, was du von mir willst. Feindgesichtet, Tarion? In Ordnung. Oh, was bist du? Oh, ein Bohrkäfer, wie niedlich. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut. So, jetzt, noch mehr Bohrkäfer, okay. Die Holztore, die einst diesen Torbogen waren, sind schon längst verrottet. Die Eisenbank des heruntergelassenen Fallgitters sind hier noch intakt und wirken recht stabil. Also wir kommen nicht über den Hauptausgang raus. Mögen die Götter mich schützen! Sein. So, Stummelzeh. Auf diesem grob zusammengezimmerten Tisch liegt allerlei Werkzeug herum. Der Großteil der Gegenstände wird abgenutzt. Euch fällt nichts von besonderem Wert auf. Und es steht auch da. In Ordnung. So, Stummelzeh. Habt ihr nicht genug in den anderen Gegenden dieser von den Göttern verdammten Ortes zu tun? Müsst ihr ständig herkommen, mich zu belästigen? Was ist das hier? Das... Ach, das ist eine bescheidene Zuflucht von Sand und Sonne. Ich habe im Verlauf der Zeit ein paar Schätze aus den Ruinen angesammelt. Der Großteil davon ist nicht viel mehr als Müll, aber wenigstens unterhält er mich. Wie habt ihr diesen Ort entdeckt, Hubert? Also irgendwas ist hier in der Übersetzung falsch, was schon mal bedeutet, dass wir in einem anderen Add-on sind. Wie auch ihr habe ich von jemand anderem, der hierher kam, davon gehört. Ich versuche nun schon seit einiger Zeit an die Schätze heranzukommen, die da drin sind. Ich bin aber leider nur ein alter Halbling. Hehe. Was soll ich wohl gegen einen Geist tun, hm? Tatsächlich, seid ihr vielleicht daran interessiert, ein paar Dinge zu verkaufen oder einzutauschen, die ihr gesammelt habt? Sicher doch, warum nicht? Es ist ja nicht gerade so, dass dieser Müll sentimentalen Wert für mich hätte. Zeig mir, was ihr anzubieten habt. Gut, das ist alles Schrott, schwere Armbrust, okay, Pfeile, dann hat er sicherlich auch Bolzen. Plus 1 und plus 2 und Kugeln, wenn wir welche brauchen, können wir hier beim Kaufen auf jeden Fall. Lederrüstungen und so. Ogerkrafthandschuhe. Goldener Riemen. Schutzumhang, Helm. Kursbogen, konzentrierter Heiltrank, verkauft er mehrere davon? Oh, der verkauft die dauerhaft. Filter der Reinigung, heilt Krankheiten. Ein immer voller Beutel, gib ihn her. Endlich haben wir wieder was, mit dem wir Zeug transportieren können. Eislandperlenarmschienen. Können nur von Magiern verwendet werden. Es ist egal, ob es sich dabei um einen reinen Magier, einen Multiklassencharakter oder einen Charakter mit Klassenkombination handelt. Träger hält minus 2 auf Geschicklichkeit. Nee. Schädelflegel. 10% der Treffer richten zusätzlich 1W. Okay. Und 1W4. Interessanter Flegel. Was für einen führst du denn gerade? 50%ige Chance, Treffer, Schadenspunkte durch Feuer. Eigentlich ist der hier immer noch besser. Können wir hier drin rasten? Ja, können wir. Gut. Sofort. Wir bekommen aber gleich schon wieder Besuch. Mögen die Götter mich schützen! Nehmt kein Wurf! Euer Ende!